We are the future. We are the future. Hallo und willkommen zu einer weiteren monstermäßigen Review auf Starblight.de. Ich habe hier für euch Nekas Pacific Rim Knifehead Figur. Sobald die Kamera mitspielt. So, jetzt aber. Ja, Neka stellt zum Kinofilm Pacific Rim, welchen ihr hoffentlich schon alle gesehen habt. Und wenn nicht, lest euch meine Kritik zum Film durch. Es lohnt sich. Und definitiv ein Fest für alle Fans des Monsterfilms. Und eine schöne Hommage an die Godzilla-Filme etc. etc. Und die amerikanische Firma NECA Toys stellt halt Figuren dazu her. Vielleicht habt ihr schon meine Rezension zu Gypsy Danger, dem Hauptjäger aus dem Kinofilm gesehen. Ansonsten lege ich euch diese ans Herz. Oder von meinem Kollegen Demond, dessen Review ich jetzt hier einblende. Eigentlich ist Knifehead so der erste richtige Kaiju, den man im Film in voller Größe und, naja, sagen wir, voller Länge sieht. Vorher sieht man Kaijus immer nur in so kurzen Flashbacks. Und Knifehead ist eigentlich so der Gegner des ersten großen Kampfes im Film in voller Länge. Und bisher in der ersten Welle der Figuren auch der einzige Kaiju. Weiterhin in der Welle sind unter anderem Gypsy Danger, den ihr jetzt irgendwie nicht komplett seht, weil die Kamera doch gerade so ein bisschen out of frame ist. So, Gypsy Danger und ebenfalls in Welle 1 ist noch Crimson Typhoon. In Welle 2 werden dann sein Leatherback, der zweite Kaiju und Gypsy Danger in einer Battle-Damaged-Version sowie der Jäger Striker Eureka. Ja, aber Gypsy Danger kommt erstmal weg, denn es ist ja die Rezi zu Knifehead. Ja, Knifehead hat seinen Namen wohl durch seine Nase, durch sein verlängertes Horn. Und ist schon sehr nah dem Kinovorbild nachempfunden. Und macht soweit auch eine gute Figur. Allerdings, was ich halt direkt als erst bemängeln muss, ist halt der Größenunterschied zu Gypsy Danger. Knifehead kommt Gypsy Danger gerade mal so bis zur Brust. Was ein bisschen schade ist. Also ich denke, ein bisschen größer hätte Knifehead dann schon sein dürfen. Hätte dann auch einen erhöhten Kaufpreis gerechtfertigt gegenüber den Jägern. Aber man hätte halt irgendwie alle Figuren in einer Scale. So hat man hier halt so ein bisschen, wie ihr seht, Differenz. So, von der Beweglichkeit her hinkt der erste Kaiju der Toyline ein wenig den Jägern hinterher, denn die Beweglichkeit ist etwas eingeschränkter. Wir haben zum Beispiel einen beweglichen Kiefer, der aber halt keinen großen Unterschied macht. Was halt auch daran liegt, dass die Zunge halt rausstarrt. Die großen Arme, Knifehead hat ja zwei Armpaare, die großen Arme sind beweglich, haben einen Drehpunkt an der Schulter und ein Gelenk in den Ellenbogen, welches sich als weitaus flexibler präsentiert als zum Beispiel bei Gypsy Danger. Dasselbe natürlich auch noch auf der anderen Seite. So. Was ein bisschen schade ist. Come at me, bro. Was ein bisschen schade ist, ist halt, dass die kleineren Arme nicht beweglich sind. Da hätte ich mir. Also, sie sind schon ein bisschen beweglich, aber ich glaube, es ist nicht so die Intention gewesen. Ja, ansonsten halt noch beweglich in den Beinen. Dort kann man die Oberschenkel halt so ein bisschen
hochdrehen und ein bisschen abspreizen und auch die Kniegelenke bewegen. Dasselbe auch noch auf der anderen Seite. Soweit, so gut. Und was ich eben erst rausgefunden habe, ich habe mir bisher noch keine andere Review großartig angesehen, ist, dass halt dieses Segment des Schwanzes einen Draht innen drin besitzt, der den Schwanz halt so ein bisschen beweglich macht, um halt bestimmte Positionen einzunehmen. Weil mein Gedanke, als ich die Figur aus der Verpackung genommen habe, war, ja, wie soll das Vieh jetzt stehen? Aber wie ihr seht, der steht, wenn man den Schwanz halt in eine gescheite Richtung bewegt, ziemlich gut. Der war halt nämlich ein bisschen gerader. So, und dadurch war die Figur auch etwas frontlastiger. Aber man kann halt durch diesen Draht eben verschiedene Positionen einnehmen. Das hält soweit auch echt gut. Man kann den Schwanz dann halt stützend zum Posieren nehmen. Und ja, an sich, er ist schon eine massige Figur, nur halt eben klein. Also das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Art Kampfzwerg. Die sind auch massig, aber eben klein. Und ansonsten, von der Detaillierung her, gibt's nichts zu meckern. NECA-typisch, wirklich sehr detailliert. Man hat wirklich diese Schuppenhaut sehr gut getroffen, die ist modelliert. Man hat hier diese Leuchtstreifen, die die Monster im Film haben, auch recht gut nachgestellt. Der Mund sieht ziemlich gut aus. Und hier oben die blauen Punkte, das sind die Augen, die auch in einem leuchtenden Blauton gehalten wurden. Ich vermute mal, das ist die Nase. Und ja, ansonsten haben wir halt hier diese gespaltenen, zusammengewachsenen Unterarme, drei große Krallen an den großen Händen, während die kleinen Hände nur vier Krallen haben und die Füße haben jeweils drei Krallen. Ansonsten hat er halt noch hier diesen Rückenpanzer, der halt ziemlich gut aussieht und mich persönlich schon ein Stückchen an Godzilla und entsprechende Monster erinnert. Also man kann sagen, das ist ein ziemlich cool aussehendes Monster. Wobei mein Liebling so bisher aus dem Film eigentlich Leatherback ist. Durch seine schiere Bulligkeit und so dieses Gorilla-ähnliche Aussehen gefällt mir Leatherback daher am besten. Aber Otachi, ja, ich glaube Otachi war es, das fliegende Monster in Pacific Rim. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen. Da stelle ich mir eine Figur aber etwas schwerer vor, eben wegen den Flügeln. Aber mal gucken, vielleicht überrascht uns NECA da ja noch. Ja, ansonsten gibt es jetzt noch einen Größenvergleich mit Gypsy Danger, für den ich nochmal ein bisschen aus der Perspektive rausgehe. So. Und jetzt kann man sehr gut den ersten großen Kampf aus dem Film nachstellen. Ihr müsst euch jetzt nur vorstellen, dass jetzt hier alles so ein bisschen im Wasser spielt. Ich habe leider auf die Schnelle kein blaues T-Shirt gefunden. Oder ein blaues Stück Stoff oder sowas. Aber so könnt ihr euch in etwa den, ach, jetzt spielt der Fokus mal wieder nicht mit, den Kampf aus Pacific Rim vorstellen zwischen Knifehead und Gypsy Danger. Ja, und wie ihr seht, größentechnisch passt das nicht 100%. Da hätte man, wie gesagt, einfach auch vielleicht Knifehead ein bisschen größer gestalten können. Da hätte ich auch durchaus ein bisschen mehr für bezahlt, wenn dafür das Größenverhältnis gestimmt hätte. Oder man hätte eben die Jäger ein bisschen kleiner gemacht. Aber gut, so kosten alle Figuren dasselbe. Die könnt ihr nämlich aktuell für knapp 17 Euro bei unserer Partnerseite Actionfiguren24 erwerben. Den Link dazu findet ihr hier unten in den Kommentaren. Und ja, ansonsten hat hier NECA eine ziemlich coole Toyline abgeliefert, die den geneigten Pacific Rim Fan definitiv erheitern wird. Und ich freue mich schon auf die nächsten Wellen. Ich denke, es wird in Welle 3 Figuren geben, beziehungsweise Filmgegenstände geben, wie Cherno Alpha, vielleicht auch Romeo Blue oder Tessit Ronan. Also ich hoffe da so ein bisschen auf mehr Jäger. Gibt ja im
laut Pacific Rim Wiki ja circa 30 Jäger und auch noch einen Haufen Kaijus. Also da gibt es auf jeden Fall genug Auswahl. Und na, so sieht es sogar besser aus. Hätte ich doch mal lieber ohne Lampe gemacht. Aber okay. Ja, einen abschließenden Blick auf die beiden Figuren, die ich bisher habe. Ich denke, mit Crimson Typhoon werde ich noch nicht so warm. Da warte ich einfach mal ab und gucke mal. Aber die beiden, die gehören einfach zusammen. Und ja, sehen gut aus. Wie gesagt, Knife Head hat ein paar Schwächen. Man hätte da locker eine bessere Figur draus machen können. Aber für den geneigten Sammler, der sich die Figur eh nur ins Regal stellt, denke ich, wird es ausreichend sein. Und für die ganz Harten gibt es natürlich dann später noch eine riesige, ich glaube 60 cm große Gypsy Danger Figur. Mit Licht und Sound, glaube ich sogar. Die werde ich mir nicht unbedingt holen, da reichen mir schon die 6 Zoll Figuren. Gut, so viel zu Knifehead. Ich wünsche euch noch einen monstermäßigen Abend. Der gute Wink nochmal zum Abschluss. Und bis zum nächsten Mal.